Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23. Heute mit meinem Team hier bei Heisenberg. Zack, so bei uns brummt der Bär, uns läuft's. Gegen Leipzig und gegen Bayern München, was haben wir gemacht? Zweimal gewonnen und zwar mit 7:0 Toren. Also kein Gegentor, 7 geschossen und sind somit auf Platz 1. Und das mit sagenhaften 6 Punkten Vorsprung. Und das auf Wolfsburg, nicht mal auf die Bayern. Die Bayern sind jetzt 10 Punkte hinter uns. Ja, also besser könnte es nicht laufen. Ich glaube, wir sind gut unterwegs. Weil das erklärte Ziel, wir wollen Meister werden. Wir haben die Champions League gewonnen, wir haben den Pokal ein-, zweimal gewonnen. Wir sind aber noch nie Meister geworden bei FIFA 23. Das ist jetzt einfach überfällig, ganz klar. Gut, wir gehen mal zum Chat. Da möchte jemand etwas wissen wahrscheinlich, der Herr Kari. Ich danke Ihnen, Boss, dass ich gegen den FC Bayern spielen durfte, auch wenn meine Leistung nur mäßig war. Oh, guck mal, der Mann ist zwar sehr fordernd, aber er ist auch selbstkritisch. Das ist natürlich sehr gut. Nimm es nicht zu schwer. Wir wollen den wieder aufbauen. Ich hätte natürlich gesagt, ja, recht hast du, aber das bringt ja nichts. Gut, wir gehen mal weiter. Was ist das nächste Spiel? Das müsste Hoffenheim sein, glaube ich. Wenn ich das richtig interpretiere. Gut, Training. Mhm, durch die Lücke. Ja, ja, machen wir. Durch die Lücke gehen wir. Passt. Lasst uns schauen. Wir würden gerne wissen, ob Sie Interesse zeigen in der Nationalmannschaft von Kroatien. Nein, möchte ich nicht. Das lohnt sich jetzt auch bald nicht mehr, weil wie gesagt, wir machen nur noch diese Saison zu Ende. Angebot ablehnen. Wenn jetzt die Spanier kämen, wie gesagt, oder die Brasilianer oder die Deutschen oder die Österreicher, dann würde ich mir das nochmal überlegen. So, wir gehen eins weiter und dann haben wir bereits das Spiel, so wie es aussieht. Wo haben wir denn die Hoffenheimer? Wir gehen mal gucken. Wahrscheinlich eher unten, so wie ich das in Erinnerung habe, ja. 12 Punkte, 12. Platz, 27 Punkte. Sie haben ein bisschen Platz, oder wie soll ich sagen, ein bisschen Luft zu den Abstiegsplätzen. Nach oben, ja, die sind, das ist klassisches Mittelfeld halt. Ja, da geht nach oben nicht viel, nach unten ist auch nicht mehr viel. Dass sie Angst haben müssten, groß, außer sie legen eine Negativserie hin, aber es ist sowieso nicht unser Problem. Unser Problem ist, wir brauchen die 3 Punkte, damit wir dem Meistertitel näher kommen. Da sehen wir nochmal, Heisenberg erzielt Doppelpack beim Heisi FC-Sieg gegen FC Bayern. Das war schön. Gut, ich würde sagen, wir spielen die Partie. Aha, Rot gegen Schwarz, okay. Erkennt man das, Schwarz? Ich gucke mal schnell, ob die nicht was Schlaueres haben. Trikot ändern, wie ein Rot ist okay. Weiß hätten sie noch. Ja, das ist auch klar zu erkennen. Ich weiß nicht, warum mir das irgendwie gerade nicht so gefällt. Blau ist eigentlich auch. Ach komm, nee, aber das sieht aus wie Schalke. Wir machen das so. Das ist zwar kein Weiß, das ist so ein gelbliches Weiß tatsächlich. Aber in Ordnung. Wir spielen mit den Stärksten, würde ich sagen. Zumindest, wenn sie fit sind. Ja, die sind alle fit. Vielleicht doch Molero raus und... Ja, kommt, wir machen doch Molero raus und bringen Steuern auf, damit er zu spielen kommt. Ich möchte den tatsächlich schulen. Und jetzt ist eben der Punkt, wir werden in der Pause wechseln. Ja, und sollen wir rausnehmen und den Junioren... Torwart bringen. Aber nur, wenn wir tatsächlich gut unterwegs sind. Wetter habe ich gerade noch gelesen, es regnet. Mhm. Heißi Wetter. Heißi, mach uns ein Geschenk und mach wieder einen Doppelpack. Da sehen wir ihn gerade, sogar die richtige Einblendung. Ne, das ist nicht die Kette leere. Ne, das ist er nicht. Also das ist echt, wie kriegt man das hin, dass man das irgendwie ein Jahr, nachdem das Spiel rauskommt, immer noch nicht gefixt hat. Sorry, aber. Gut, Regen im Alesotter Gedenkpark. Für Heisi okay, denke ich. Das gibt ein schnelles Spiel, ganz klar. Flache Bälle, mit einer gewissen Schärfe gespielt. Die entwickeln natürlich dann doch Tempo. Das ist klar. Schlotti, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, es geht allen gut. Die anderen haben wir natürlich auch. Da haben wir Ossi, Choreo. Auch schön. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Machen hier nicht lang. Wir spielen von links nach rechts in roten Trikots. Zielgebung, ein Sieg, 3 Punkte, ganz klar. Wir wollen Meister werden, dafür brauchen wir die 3 Punkte. Gefällt mir jetzt aber nicht, wenn die hier schon angreifen wie die Iren. Allerdings, da konnte er gerade nichts machen. Oh, da bin ich daneben gepatzt. Mach mal Deckung hier. Ich bleibe mal bei dem Mann hier, oder doch nicht. Oh, da lässt er uns stehen. Aber da war dann doch unser Fuß im Weg. Sauber, wir können kontern. Ja, da bremse ich lieber ab. Das machen wir lieber so. Oh, auch gut tatsächlich. Oh, starker Ball hier auf Stojanov. Der nimmt den Ball sehr geschickt mit, tatsächlich. Oh, da macht er einen Riesenschritt. Oh, ich dachte, einen Schritt kann ich noch machen. Das war natürlich gar nichts. Schade. Dann den Ball in den Rückraum spielen. Das wäre die Idee gewesen.
Ja gut, ist in der Anfang. Aber wir brauchen Tore. Und zwar relativ schnell, damit wir irgendwie ein bisschen Ruhe reinkriegen hier. Da geht gleich mal gar keiner zum Ball. Auch nicht schlecht. Ah, wieder dran vorbeigerannt. Komm, Heisi, mach's besser, oder Ossi? Denkste? Auch Herr Thuram rennt dran vorbei. Irgendwie habe ich gerade den am Dingens vorbeirenntag. Aber da passt Schlotti auf. Leider der Ball dann ein sinnfreier Befreiungsschlag. Also sinnfrei dahingehend, das haben wir gar nicht nötig, behaupte ich. Ja, gut, Schlotti. Schlotti steht halt wieder gut, aber da haben wir dann doch noch einen Foul. Ich habe es fast befürchtet. Ja, nicht ungefährlich. Wenn die einen guten Freistoß schützen haben, da ist ja einer verletzt sogar noch. Ja, streicht am Tor vorbei. Da muss der Jans auch mal gar nicht eingreifen. Zum Glück. Sehen wir es nochmal. Sogar Heisi mit in der Mauer. Und Jan Sommer hat natürlich ein Auge dafür, dass der nicht reingehen kann. Oh, das ist wieder ein Abschlag. Also manchmal macht er schon interessante Sachen hier, der Herr Sommer. Gut, Seite wechseln nochmal. So Sachen gefallen mir natürlich eh relativ gut auf einen schnellen Frimpong. Ja, war gut weitergeleitet. Ja, da muss der Kollege nochmal hinten rum. Macht er auch. Oh, und Thuram wird dann vom Ball getrennt. Aber da geht Jones dazwischen. Unser neuer Mann. Guter Ball auf Ossi. Oh, stark auf Thuram, aber da ist wieder ein Fuß im Weg. Aufpassen jetzt nicht, dass wir in Konter reinrennen. Oh, und schon haben wir es mit dem Stellungsfehler. Ja, da kommt zwar Jan Sommer raus, aber wenn der natürlich so alleine auf ihn zurennt. Oh, das ist ja wieder ein Anfang. Nein, jetzt nicht wieder bitte in das alte Ding rein. Von wegen. Oh. Da haben wir zwei so gute Spiele gemacht. Es kann nicht sein, dass wir jetzt in der Favoritenrolle gegen Hoffenheim wieder scheitern. Aber das Spiel dauert noch ein Momentchen. Das drehen wir noch. Hoffe ich doch schwer. Ja, gut gespielt auf Heisi. Oh, der verliert den Ball. Aber Thuram hat ihn und läuft dann in den Gegner rein. Komm, den haben wir. Jawohl, stark. Oh, da hat der Hoffenheimer aufgepasst. Allerdings dann wieder mit einem Fehlpass. Oh, da kommt Heisi zu spät. Da hätte ich besser nach unten gespielt. Aber nachher ist man immer schlauer. Und jetzt fangen sie an zu kugeln hier. Über die Flügel. Komm, Schlotti. Kommt Schlotti nicht ran. Oh, gefährlich. Aber da sind zum Glück noch ein paar Füße im Weg. Ja, gut gemacht. Das war dann wieder eher gefährlich, hat aber geklappt. Ossi wechselt die Richtung. Oh, was ist denn für ein Ossi-Pass? Das hätte eine hohe Flanke werden sollen. Oh, gefährlich. Ah, da hat... Oh, nö. Da hat ja Sommer aufgepasst, zum Glück. Ah, hier wieder Nachschuss. Oh, das ist ja ganz schlecht, was wir hier machen. Jetzt mal ein vernünftiger Abstoß. Ja, der war doch besser. Besser als dieser komische Hugelball, den wir da hatten. Gut, Herr Frimpong, wenn Sie schon schnell sind, dann nutzen Sie das auch aus, finde ich gut. Macht er auch gerade. Oh, und wie er es macht, allerdings dann genau einmal zu lang, das Ganze. Jetzt kontern die schon wieder. Flotti passt auf und macht zu. Ja, und dann Frimpong, ganz stark. Gut von Thuram. Jawohl, kein Abseits. Den haben wir, Herr Frimpong. Ja, guter Ball auf Heisi. Oh, der möchte auf Thuram spielen. Und das geht dann wieder nicht. Oh, und dann die Kopfballabwehr wieder irgendwie im Schilf raus. Ja, da kommt die Grätsche. Zum Glück kein Foul. Sonst hätten wir hier einen Unterbruch gehabt und dann ist Pause. Ja, schwach. Ja, zu Recht ein Pfeifkonzert, ganz klar. Aber wir haben nochmal eine Halbzeit. Also das wäre es jetzt wirklich, wenn wir das hier verdatteln. Also dann... Okay, wir nehmen mal Stojanov raus und bringen Molero. Und ansonsten lassen wir es. Das ist die stärkste Mannschaft, die wir haben. Also die muss hier Tore schießen. Ganz klar. Und, mit, und zwar mehr als eins. Ah, komme ich nicht durch. Da ist halt wieder keiner. Und dann so ein Käsepass. Ossi nochmal hinten rum, gut. Jawohl, über den Flügel. Über Gittens. Gut auf Heisi.
Oh, da ist ein Fuß im Weg. Das war eine interessante Finte von Ossi, dass er da den Ball nochmal zurücklegt. Komm, Jones. Hol dir die Kugel. Und sonst macht das bitte Herr Thuram. Ja, da wird gerutscht. Wäre, glaube ich, sogar ein Foul gewesen. Der Schiri lässt da irgendeinen Vorteil laufen. Oh, auch nicht gut hier. Hammer. Jawohl. Sehr gut. Oh, stark von Moleiro. Ja, auch gut davor sie. Wieder zurück auf Gittens. Jetzt haben wir in der Mitte wieder keinen, aber Gittens ist schnell, wie man sieht. Guter Ball. Jau, und dann zieht Thuram ab. Ui, und dann klingelt's. Ui, das war ganz, ganz trocken. Eieiei, schöner Lauf von Gittens. Und Thuram dann einfach mal einmal batz. Und dann ist das Ding drin. Sehr schön. Da haben wir ihn, den guten Mann, mit den blauen Fußballschuhen. Hat er die immer noch an? Ich nehme es mal an. Ja, die Fans natürlich jetzt halbwegs wieder zufrieden. Schöner Lauf hier außen. Dann herrlich in den Rückraum. Und das ist einfach, weiß ich, das war doch schon ein bisschen Wut, oder nicht? Einfach mal drauf gedrescht. Aber schön, wie er den Ball halt flach hält. Und der Torwart hat so halt keine große Chance tatsächlich. Es wurde gerade noch angemahnt, wir sollten wechseln. Ist irgendjemand völlig müde? Frimpong ist müde. Nee, aber solange es 1-1 steht, möchte ich Frimpong noch drin haben. Da möchte ich alle drin haben. Wir brauchen ein zweites Tor. Lauf Jones. Da ist er ein bisschen bockig und will nicht. Aber da passt er dann doch auf. Oh, guter Ball vor sie. Jawohl, starke Finte. Oh, aber... Ja, Gittens läuft dann leider falsch. Es gibt, glaube ich, sogar Abstoß, wenn wir Pech haben. Wie sollen wir denn wechseln? Frimpong stark. Nein. Würde ich tatsächlich lassen. Ja, gibt Abstoß. Schade. 30 Minuten. Ingame haben wir noch. Um hier diese Niederlage... Ja, ich weiß, es steht 1-1, aber es wäre eine 1-1 Niederlage. Weil wir brauchen die 3 Punkte. Wir wollen Meister werden. Oh, fataler Fehlpass. Guter Ball. Jawohl, und Ossi geschickt. Oh, das war wieder... Das war schön gespielt. Doch, definitiv. Ossi nicht mit Gewalt, Ossi schiebt. Und der Pass zu ihm auch wirklich herrlich. Da winkt er, kommt her. Geht doch. Geht doch. Wir wollen Meister werden, da müssen wir die Spiele zu Hause gewinnen. Das ist ganz klar. Auch Heisi freut sich mit dem Frimpong und Birindelli. Sehr schön. Da sehen wir es nochmal. Das war der Pass von Birindelli, glaube ich. Und wie cool Ossi das halt macht. Stoppen, ganz sachte und in die andere Ecke. Oh, schönes Tor. Das macht er wirklich ganz geschickt. Ball ganz kurz angetitscht, gestoppt und dann versenkt. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, auf irgendeine Taste zu drücken, damit der andere Jubel kommt. Sorry. Ich muss nochmal wissen, welcher. B habe ich ja getestet. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ich hier spiele, ich denke primär daran, dass wir gewinnen. Und dann vergesse ich manchmal halt, dass ich eigentlich diese Taste noch nutzen wollte. So, macht das dritte Tor. Oh, aber so definitiv nicht. Oh, Grätsche von Kollege Schotti. Schlotti, sage ich schon. Da haben wir den Ball. Upa, hat aufgepasst. Oh, Abseits. Abseits, komm, das war doch Abseits. Gibt's doch nicht. Wie gefährlich war das denn gerade? Oh, da kam dann aber ein ganz schlechter Pass bei raus. Lauf. Birindelli, du hast vor das Tor eingeleitet. Oh, gut. Gut auf Gittens. Der geht auch nochmal hinten rum. Oh, macht er stark. Aber dann doch nicht zu dem. Das war doch genau nix. Wir haben die Kugel gehabt. Oh, nicht. Upa, gib sie doch nicht zurück. Jetzt ist hier Hektik hier mit drin. Die möchten natürlich den Ausgleich. Das müssen wir unbedingt verhindern. Komm, einer drauf. Hau ihn weg. Nicht dem in die Füße. Oh, ui. Ja, ich leide hier. Ich leide tatsächlich. Ihr merkt es wahrscheinlich. Das ist auf der Kippe, das Ding. Oh, gut, wie Thuram wieder wechselt. Das gefällt mir. Oh, Spiel halt eher. Nicht noch groß den Ball annehmen. Ja, komme ich nicht ran. Oh, nö. Boah, Jan Sommer. Jan Sommer vor President, sage ich da nur. Oh, wie er den jetzt wieder geholt hat. Birindelli, Bianchi. Machen wir mal.
Birindelli ist müde. Hey, war das eine Riesenchance. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen Glück, aber ich behaupte einfach, wenn man Meister werden will, sehr gut, Jan Sommer, dann braucht man natürlich auch einfach eine Prise Glück. Das ist tatsächlich so. Ja, geht da hinten rum. Sehr guter Seitenwechsel. Auch stark. Jawohl, guter Faisi. Oh, und er sieht den Mann da draußen, Frimpong. Der ist schnell wie eine Rakete, das wissen wir. Oh, gut eigentlich. Oh! Okay, eine Bicicletta von Ossi zum Abschluss. Ja, da ärgert er sich. Aber im Endeffekt freut er sich wahrscheinlich, weil wir haben dieses, ich sag mal, irgendwie komische Spiel doch noch tatsächlich gewonnen. 2:1. Oh, ich wollte nochmal... jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Oh, das ist natürlich blöd dahingehend. Ja, das kann ich nicht rückgängig machen. Nee, ist ja egal. Wir haben 2:1 gewonnen. Dortmund hat gewonnen. Das ist eigentlich so relevant tatsächlich nicht für uns jetzt. Oh, und da geht es in die Champions League. Und zwar... genau. Ach so, ja, da können wir eigentlich mit dem B-Team antreten. Im Achtelfinale. Da haben wir nämlich auswärts Benfica tatsächlich 5:1 geschlagen. Werden wir nicht machen mit dem B-Team, aber ich werde mit Sicherheit auch nicht alle aus dem A-Team nehmen. Das ist ganz klar. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war ein komisches Spiel mit einem, ja, glücklichen Sieg. Aber ich sage es nochmal, man muss auch ein bisschen Glück haben, wenn man Meister werden will. Ganz klar. Gewonnen haben wir, das ist das Wichtigste. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.